Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Mythic Ocean. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Video, ne? Heute spielen wir die Demo halt zu diesem Spiel. Das Spiel hier soll so gesehen ein Tauchspiel sein, also dass man sich die Unterwasserwelt anguckt. Kann ja nur interessant sein. Dann let's go, Leute. Kann ich die Leiter hochklettern? Ich kann sie hochklettern. Sensitivity. Kann ich die ändern? Ja, ich hätte die nämlich ein bisschen sensibler gerne, bitte. So. Also die Steuerungsart von dem Spiel gefällt mir jetzt schon nicht. Aber der Grafik-Stil, der ist ja mal richtig gut. So, was darf ich mir hier denn jetzt ansehen? Eine Sonne. Ciao. Explodiert. Und da kommt die Supernova. Bin ich jetzt schon tot? Das ging schnell. Hey! It's me, Ill! Come on, wake up! I'm sick of waiting for you! Ja, er kann das halt nicht alleine. Ein Fisch! Ich hab einen Fisch getroffen, der mit mir redet! Ja, ich weiß, deine Erinnerungen sind weg. Das ist mein Alltag. Mach dir keine Sorgen darum. Müssen jetzt erstmal unsere Freunde wiederfinden. Die alte Welt ist für immer verloren. So, also müssen wir uns helfen, eine neue zu machen. Wo sind wir denn jetzt? Dieser Ozean ist temporär. Das ist so ein, gerade wo wir sind, Platz. Okay, aber warum erinnere ich mich an gar nichts? Ja, das ist einfach so. Ich versuch's immer mit der Übersetzung, aber ich habe damit irgendwie immer Probleme, auch wenn ich eigentlich Englisch kann. Ich weiß nicht, was vorher war. Das ist immer gut. Mein Mikrofon fällt hier gerade um. Okay, dann lass mal losgehen. Das ist das, was ich halt im Trailer gesehen habe. Okay, so komme ich nach oben und unten mit A interagieren. Mit R ein bisschen schneller. Also, aussehen tut das hier eigentlich alles richtig gut. Aber mir gefällt nur die Steuerungsart überhaupt nicht. Kann ich mit den Krügen interagieren? Nö. Was kann ich denn interagieren? Nur mit dem Fisch? Oh, ich habe das gerade gesprungen. Mache ich das aus? Ich wollte nur mal die beiden Tasten ausprobieren, was sie machen. Okay, hier kann man nochmal nachlesen. Und ich natürlich erstmal selber loben. Also mein Job ist es, eine neue Welt zu erschaffen.
Ist ja nicht so, als ob ich jedes Bauspiel verkacke. Ah, das wird schon. Ich soll ja nur die Götter finden. Ja, schön dich wieder zu haben, mein Freund. Dann gucken wir uns mal weiter um. Da ist er noch. Ich habe einen Teleporter bekommen. Okay. Mit Y den Teleporter nutzen. Und kann ja nur dahin. Okay. Das Spiel ist interessanter, als es aussieht. Hab nur keinen Bock auf Übersetzung. Ja, mal sehen, wer hier ist, ne? Danke, dass du vorbeigekommen bist. Kannst du nicht mit anderen Leuten reden? Er will halt unbedingt mit mir reden. Er hat lange Zeit nur beobachtet. Ja, dann erzähl mal, was mit den Göttern ist. Ich lese nur. Lest bitte selber, ich hab... Obwohl, ich versperre ja einen Teil davon. Hier. So, jetzt könnt ihr den Text immer lesen. Aber ich habe meine Probleme mit Übersetzen. Da mache ich immer Fehler. Bist du auch ein Gott? Nein, er ist kein Gott. Aber er war einer. Okay. Wie soll ich jetzt neue Welten erschaffen? Ja. Wissen die Götter überhaupt, dass die Götter sind? Nope. Die Götter wissen nicht, dass sie Götter sind. Das sind wunderbare Götter. Ich glaube, das ist fürs Erste alles. Mehr muss ich eigentlich zurzeit nicht wissen. So, was ist denn jetzt meine Aufgabe genau genommen? Einfach nur rumzuschwimmen oder auch wirklich was zu finden? Ich habe einen Sonar. Mit dem Sonar kann ich neue Areale finden und die Charaktere, mit denen ich reden kann. Okay. Das klingt doch noch was gut. Man sieht es dann sogar durch die Wand hindurch. Interessant. Ich wüsste gerne mal, wie es an der Oberfläche aussieht, falls ich das darf. Ich darf. Sieht aus wie so ein Eisplanet. Sind Teleportpunkte oder wie jetzt? Okay. Hier kann ich interagieren, glaube ich. Oh Gott, schreckliche Schrift. Ich habe ein Buch bekommen. Sehe nix. Wo kann ich mir die angucken? Also hier kann ich mir die Seite nochmal durchlesen, wenn ich Bock drauf hätte.
Das Spiel hat bestimmt eine interessante Geschichte. Das will ich nicht leugnen. Was seid ihr denn? Noch. So, jetzt muss ich zu all diesen Punkten. Das heißt, ich muss sowieso einmal dahin. Bringt mich jeder dieser Punkte in diese Bibliothek? Ich glaube, das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass man ein zweites Mal hinkommt. Ah, Seite 2. Sonst noch was zum Einsammeln? Ja, ich gucke jetzt nicht jedes Regal durch. Das kann man vergessen. So. Hier leuchtet was? Fisch zum Reden. Ja, erzähl mir ein Geheimnis. Du warst noch nie auf einer Party. Okay, er will unbedingt mal auf eine Party. Muss ich dahin? Anscheinend ja. Dann gehen wir mal dahin. Oh, hier sieht's ja richtig schön aus. Also an diesem Fritze-Dinger kenne ich Leute, mit denen ich reden kann. Das ist irgend so eine komische Echse. Nee, könnte ein Otter sein. Das ist ein Otter. Mehr oder weniger. Ja, hallo, der Fremder. Ich bin dem Beat gefolgt, was denn sonst? Also ich finde das schön hier. Ja, ich folge dir. Ist das ein Wirbelsturm? Boostet er mich jetzt weg, wenn ich reinfahre? Hui! Hui! Ich bin aus dem Wasser deswegen geflogen. Also das ist ein richtiges Spiel zum Chillen. Er liebt es, in der Menge zu sein, aber es ist auch nett, mal hin und wieder einen Break zu machen. Hallo, Amar. Ja, ich bin bereit für ein Spiel. Achso, er will mich nur kennenlernen. Okay, bin bereit. Etwas, wofür ich gerne mehr Zeit hätte. Ja, mit Freunden. Hast du noch mehr Fragen? Was futter ich denn gern? Ich mag alles drei eigentlich nicht. Nimm das mit dem Salat. Okay, nächste Frage. Oh, der sagt jetzt schon, er ist eine gute. Komm, dann gib sie mir. Womit habe ich Probleme? Ich überanalysiere Dinge. Ich kann ein bisschen impulsiv sein. Und ich bin schnell mal allein. Also Analyse betreibe ich so gut wie nie. Ich kann manchmal impulsiv sein, aber nicht zu sehr. In letzter Zeit habe ich eher das Problem mit Einsamkeit. Ich weiß, ich klinge immer fröhlich, aber ich war in letzter Zeit oft einsam. Also ist es lange her, dass ich mit anderen aufgenommen habe. So, kommt jetzt noch eine Frage? Tiefsee tauchen, Korallenriff oder... Ich
Ich versuche das gerade zu realisieren, beziehungsweise mir vorzustellen. Warte mal hier, damit ihr sogar ein Bild von meinem Gesicht davon habt. So, so gucke ich gerade. Schwebend auf dem Rücken, mit der Sonne auf meinem Bauch. Nee, in der Sonne auch noch. Ich würde, wenn, davon eher die Korallenriffe sehen, weil die eigentlich recht schön sind. Und hier ist ja auch ein Korallenriff. Was wäre nötig, damit ich meine Sichtweise zu manchen Sachen verändern? Wenn ich mal einmal so einen Gedanken habe, dann kriegt man den eigentlich nicht aus mir raus. Also, es braucht wirklich sehr viel, damit man mich überzeugen kann. Also, man muss mir gute Gründe liefern. Jetzt nicht nur einfach so eine eigene Meinung, sondern wirklich gute Gründe. Also zum Beispiel, wenn ich sowas sehe hier, so schafft man das und das beispielsweise, oder darum ist das und das scheiße. Wenn ich das auf Twitter, YouTube oder sonst was sehe, denke ich mir einfach nur, ach, halte doch einfach die Klappe. Genau dasselbe denke ich zum Beispiel immer über Dave, wenn er den Mund aufnimmt. Der haut dann eigentlich auch nur seine eigene Meinung raus. Da kommt nie wirklich was Intelligentes gefühlt raus. Deswegen habe ich mich mit dem ja auch so hart zerstritten. Wenn ich eine Regel zum Regelwerk des Lebens hinzufügen könnte. Die erste finde ich schon richtig gut. Das wäre eine beschissene Regel. Und dass jeder nur noch die Wahrheit sagen könnte, das wäre eigentlich auch nicht gut. Weil das wahrscheinlich auch ziemlich viele Leute nur verletzen würde. Deswegen wäre das mit den Staaten, die Schwachen nicht tyrannisieren dürfen, das Beste. So, sind wir jetzt langsam fertig? Ja, das waren alle seine Questen. Also das ist ein Spiel, wo man richtig chillen kann. So, ich würde den jetzt gerne einfach skippen. Das ist deine erste Erinnerung. Ich hätte jetzt vielleicht nicht skippen sollen. Ja, er hat Spaß. Du bist sowas von Otter. Du siehst merkwürdig aus. Ich hätte gern seinen Lifestyle. Einfach nur chillen. Na dann, ich muss dann jetzt gehen. Ich skip jetzt mal. Weil ich jetzt hier gerne so langsam beenden würde. Dafür schwimme ich hier jetzt mal so, dass wir einen schönen Blick haben. Ja komm, dieser Ausblick, der sieht doch schön aus. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!